Einen wunderschönen guten Morgen wieder, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir randomisen heute nicht, sondern wir haben den gleichen Save State, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt. Wir haben den gleichen Save State geladen, um die letzten Masken zusammen zu kratzen. Um das Gesicht der grimmigen Gottheit auf dem Mond dann doch freischalten zu können. Also bin ich dabei. Wir haben in der letzten Folge die Maske der Düfte abkassiert und die Kaffei-Storyline gestartet, weil wir die Mütze des Postboten haben wollen. Und nun, oh nein, Goro. Oh nein, Goro. Hi. Tja. So werden wir jetzt mit Anjo reden. Josh. Anjo, Anjo, Anjo. Na, 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 na. Du möchtest, du wirst. Also ja, die Mütze des Postboten und die Maske der Nacht sind die letzten, die jetzt noch fehlen. Also, hi Anjo. Also, werden wir die Kaffeinummer, ja, und ja, die Maske der Nacht müssen wir halt kaufen. Und auch diese Zwiebeln, da habe ich mich das letzte Mal schon drüber lustig gemacht, ne? 2D-Zwiebeln, die hier rumliegen. Also. Komm schon. Klick 12. Sehr pünktlich, die Frau. Okay. Okay. Deliver it. Okay. To a mailbox. Please mail it immediately in the morning. Yes. Mach ich. Vorspulen. Post einwerfen. Auf den blöden Postboten warten. But nothing happens. Leck mich. Zip, dip, dip, zippidip. Dinge. Wabalabadabdab. Und jetzt aber. Machen wir das. Und yes, second day. Ja, 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 da. Genau, dann Postbote. In der Nacht vom zweiten Tag gucken wir nochmal nach der verdammten Maske. Hi. Ka-ching. Children's afternoon. Ka-ching. This was added. Vielen Dank. Okay. Postbote. Mr. Postman. Werde ich jetzt spaßeshalber entgegenlaufen. Delivery this afternoon. Kriegst du einen Fünfer? Nö. Lustig. Also this afternoon. Warte. Ich war mir nicht sicher. Ich musste seine blöde Schedule sehen. Ah! Check. Post Office. Leck mich! Weil wenn er erst nach 18 Uhr ausliefert, obwohl das wäre Evening, nicht Afternoon, wenn er nach 18 Uhr ausliefern würde, könnten wir jetzt halt einfach skippen. Ne? Aber ich glaube, den Gefallen tut uns das Spiel nicht. Schade. Lass mich überlegen. Sagen, er sammelt den Brief ein. Dann liefert er den Brief zu Kaffei, während Kaffei sich den Brief abholt. Latschen wir bei Kaffei in die Hütte rein. Tja. Dann müssen wir jetzt noch ein Minütchen warten, solange bis der scheiß Postbote da rausrennt. Ja, ist halt doof. Aber was willst du machen?
Was willst du machen? Ich kann währenddessen, damit uns... Pass mal auf. Ich werde währenddessen in meinem treuen Büchlein gucken, ob diese verdammte Maske der Nacht jetzt 200 oder 500 Mücken kostet. Denn wenn nicht, können wir die Zeit nutzen. Maske der Nacht. Na natürlich, 500 Mücken. Das war's. Ja. Das ist das einzige Scheiß-Item, wofür wir diese dicke Geldbörse brauchen. Okay. Kacke. Also holen wir uns die auch noch? Shit. Soll ich das offscreen machen? Obwohl es ja eigentlich... Obwohl es auch echt nicht lange dauern würde. Ich denke, es wäre... Vielleicht ist es eine ganz gute Ablenkung. Nigga, wann lieferst du aus? Weil wenn wir das verpassen, haben wir verschissen. Wann liefert der aus? Das sind so Dinger. So, True Speedrun Heroes kennen das natürlich auswendig. Aber... Sind da jetzt auch... Ja, okay, wow. Wir müssten... Wie gesagt, wir müssten halt für alles, was wir schon haben, müssten wir einen Fünfer bekommen. Weil selbst die... Also alle Herzteile haben ihr eigenes... Dedicated... Ihr Nupsi. Ihren Platz im System. Das sind halt... Was hatte ich das letzte Mal ausgerechnet? 17 Herzteile, die uns noch gefehlt hatten? Abzüglich denen oben auf dem Mond. Da hat er unseren Brief in der Pfote. Das finde ich ein cooles Detail, dass er da wirklich unseren Brief in der Pfote hat. Und der liefert den auch sehr schnell aus. Meine ich. Afternoon. Ich meine, jetzt haben wir ja schon Noon. Ich glaube, der liefert den um 15 Uhr direkt aus. Also es lohnt nicht, jetzt schon ins Spinnenhaus am Meer zu hüpfen. Jetzt hat er alle. Jetzt geht er wieder zurück zu seinem Post Office Ding, genau. Ich habe mal erwähnt, dass ich das in dem Remake besser finde, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt vorspulen kann und nicht immer nur 12 Stunden Switches macht mit dem Timehopper Elite. Okay, aber dann haben wir es ja jetzt. Open this. Cool. Schedule? Ja. Yeah. Week's Schedule. Morning Collection. Afternoon Delivery. Evening Practice. Ja, super. Gib mir doch Uhrzeiten, du Penner. Time was only one letter today. It's so sad. Shall deliver it perfectly. Was ist es dann? 15 Uhr? Muss ja. 15 Uhr wäre nachmittags, oder? Wenn 12 Uhr bis... Ja, weil 18 Uhr, genau. 18 Uhr wäre abends. 19... Ah ja, it looks like this place is about to close. Let's go outside. Okay. 13 ist schon nachmittags für ihn. Okay, ich hätte jetzt gesagt, 15 Uhr ist nachmittags. Aber ja. Cool. Sehr nice. Geil. Er legt sich halt einfach eine Stunde hin. Um 12 sind wir da angekommen. Der legt sich halt einfach eine Stunde hin. Alter, wo rennst du lang? Du Bastard. Zieht euch das rein. Der dreht jetzt den... Weil, wetten, es ist seine Standardrunde.
Ich meine, er rennt jetzt halt, ne? Da, er macht jetzt halt einen Bogen. Es ist nur ein verdammter Brief, Mann, und du gehst nicht straight. Wahrscheinlich, weil sie ihm die Route nicht neu berechnen wollten. Wette ich mit euch. Weil der Laufweg, dieses Roaming von dem Mob, Moving Object, ist halt so viel ähnlicher von seiner Route, die er als erstes gelaufen hat, um die ganze Scheiße einzusammeln. Oh yeah. Tu Dinge. So, und jetzt laufen wir schon mal ein bisschen vor. Und hüpf. Komm schon. Hi. Don't mind me. Ich stalk nur. Cool. Kärgliche Bettstadt, aber nur, wenn du verflucht worden bist. Schreibtisch für Briefe, Bettchen und ein Guckloch für in den Kuriositätenladen. Das war's. Warum muss ich denn so oft gähnen heute? Vielleicht, weil du ein Glas bist und keine Dose. Ach ja. Aber wir kriegen das hin. Muss ich halt in der nächsten Folge eine Dose snacken. Hi! Green hat, green clothes. Anju wrote about you in her letter. Seems you're looking for cafe. Ja, natürlich können wir die Quest jetzt erst machen. Ich will eine grün statt schwarz tragen. Can you keep a secret? Yes. Anju trusted you. I shall trust you too. Okay, servus, im Café. Yeah, we're looking for a child. It was turned into this by a strange imp wearing a mask. Langweilt mich, kennen wir schon. Josh. Oh my, I pity you. So, I know Anya was worried and can't go yet. I made a promise to her that I would bring the wedding mask and greet her. This pendant, give it to Anju. Yes. Sorry, you may not understand these grown-up matters. You should probably take the pendant to Anju. Anyway, keep what we just talked about a secret from everyone. It's a secret to everybody. So, the Serious Youth Cafe was added to your notebook. You've been entrusted with a precious item. This was added to your notebook. Okay. So, wir müssen nicht. Wir müssen nicht die Fuchsmaske holen. Die haben wir ja, lustigerweise. Also können wir Anjo diesen Anhänger geben. Was uns eigentlich auch nichts bringt. Ich glaube aber, dass das triggert. Also, das triggert trotzdem den weiteren Verlauf. Also. Geben wir das Ding. Und in der Nacht vom dritten Tag können wir... Hey, Anju. Oh, ups. Hi. Oh, did you meet him? Haha. Ha! It's from Café. Thank you very much. That face looks so happy. It's added to your notebook. Dieses Ding ist so sinnlos. Also, Quest ja, aber... Okay, also... Pendant. Warum darf ich nicht weiter? Delivered Pendant. Conveyed Kaffees Intentions to Anju. Okay. Der Zeitraum, den Kaffei einnimmt, ist da ja coolerweise schon beschrieben, seht ihr?
Beziehungsweise er hier? Darf ich auch nicht? Das ist ja gemein. Aber ihr seht, bis wann wir Zeit haben. Ich denke, währenddessen ist der Typ verfügbar in Kaffeis Hütte. Beziehungsweise um 18 Uhr können wir Kaffei an diesem Diebesversteck antreffen. Das heißt, wir haben jetzt noch Zeit. Wir haben also jetzt quasi die 12 Stunden, die frühen 12 Stunden vom dritten Tag haben wir Zeit, um dieses Spinnenhaus zu machen. Und dann machen wir den Rest Kaffeescheiß und dann läuft das. Cool. Dann sind wir uns ja einig. So, das mit dem Spinnenhaus geht aber jetzt, sollte jetzt ultra schnell gehen, weil wir das, also weil ich das Herzteil da drin nicht hole. Ja, die hier, die Farbkombis, Bla-Zeugs von den Skeletten, das schenken wir uns. Und dann ist das so. So, okay, klick. Bada bing, bada bum. Erstens. Klick, nehme ich auch. Jetzt haben wir nur... Ja. Ja, jetzt das... Ja. Ah, komm schon! Night of the second day. Ach, die haben wir ja auch noch Zeit. Easy going. Ja, jetzt brauche ich nur... Tja, Pfeile wären eigentlich ganz cool gewesen, Blink. Wäre eine gute Idee gewesen, ja, wäre es. Ja, das wäre es. So, wo sind die Viecher? Dachbalken. Deine vermaledeite Hitbox, yo. Keine mehr im Dachbalken. Gut. Das Netz drüber und... Ja, wird schon. Wir werden ja wohl irgendwo in dieser scheiß Hütte Pfeile finden. Gib mir das. Ja, das will ich. Das ist Magie. Du bist kein pfeiltragendes Wesen. Du bist kein Pfeil. Und du bist eine Vase mit einer Spinne darin. Klick, mache ich, nehme ich, wird schon so. Joink, nehme ich auch. Du! Bleib hier! Klick. Nehme ich. Du bist die einzige Tür, die ich gerade betreten kann. Also, have fun. Pfeile! Das nehme ich. Nicht. Das da? Yay! Das nehmen wir. Na komm! Yes! Klick. Und da ist kein Loch drin. Nö. Du... Bitte... Nö.
Dann nehme ich jetzt das da. Und den da. Rob! Danke, das war schon dein Job. Klick. Nehme ich. Und... so, und das will er. Und die im Deckenbalken nehme ich auch noch mit. Komm! Danke. Ist jetzt Ruhe hier? Dachte ich mir. Danke. Cool. Nur so zur Sicherheit. Ja, die Kamera! Ich hätte gerne eine frei drehbare Kamera in diesem Spiel. Nö, alles klar, go. Zeit, oh ja, alles klar, wir haben Überlänge. In der nächsten Folge mache ich das fertig und Kaffee fertig und ich denke, danach haben wir wirklich nur noch den Mond. Boom, das war's. Blink out.